Ich vergesse immer, dass man hier sprinten kann. In Teil 1 konnte man nämlich nicht sprinten. Lasst mich in Ruhe. Ich weiß, ich brenne. Aber soll ich weitergehen? Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier wirklich gleich so ein bisschen Zeitdruck habe. Weil man hat ja auch in manchen Spielen Zeitdruck, ohne dass ein wirklichen Zeitcounter läuft. Apropos Zeitcounter oder sonst irgendwas, ohne einen Counter zu haben. Keine Ahnung, wie ich drauf jetzt komme. Aber vielleicht mache ich auch Siphonfilter 2 noch dieses Jahr. Vielleicht auch als Nachfolgeprojekt von 4.2 Reborn. Weiß ich noch nicht, ob ich das so mache. Alter, hier muss doch... Oh, doch, da. Ich wollte sagen, so eine abgelegene Ecke, da muss doch was sein. Also von daher, mal schauen. Weil Seifenfilter 2 kam ja auch relativ gut an. Ich weiß gar nicht, ob Seifenfilter großartig oder wie stark Seifenfilter auf dem YouTube-Markt, Let's Play-Markt vertreten ist. So, alle Teams aufgrund eines Sicherheitsproblems im äußeren Ring des Testgeländes wurde der Detonationszeitplan verzogen. Vorgezogen. Die Anlage muss sofort geräumt werden. Okay. Ja gut, das ist ja bewusst. Da haben wir das. Aber ich glaube, mit normal haben wir eigentlich einen relativ okayen Schwierigkeitsgrad gewählt. Klar, man hätte auch auf schwer spielen können, aber ich weiß halt nicht, weil das Spiel, wie gesagt, blind ist, was noch so kommt. Nicht, dass ich da auf schwer nachher, was weiß ich, wie lange, 1000 Jahre an irgendeiner Stelle hänge. Lieber einen etwas einfacheren und schnelleren. Will ich dagegen kämpfen? Weg, oder beziehungsweise ein bisschen einfacher denn spielen, als da 1000 Jahre dann irgendwo dran zu hängen. Okay, laufen und schießen geht auf jeden Fall nicht. Die Streuung ist auf jeden Fall ultra groß dann. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut zu wissen. Also wirklich, ohne Mist, ist halt wirklich gut zu wissen. Das heißt, wir müssen halt mehr stehen bleiben. Uiuiuiui, geil. Ne, X. Ah ne, STG war das. So. So, das war gerade die Zeitlupe. Das, ich denke mal, dass das so gedacht war. Jetzt haben wir auch schon mal ein bisschen stärkeres Gewehr. Das ist jetzt wirklich ein Maschinengewehr und nicht nur eine Maschinenpistole. Schrotgewehr. Ich wollte sagen, Sturmgewehr, hä? Maschinenpistole. Ich werde mir die Muni noch mal ein bisschen sparen. Ich weiß nicht, inwiefern ich die denn mitnehmen kann. Mit in die nächste Mission, Aufgabe, ich keine Ahnung. Aber man kann sich ja mal ein bisschen Muni safen davon. Ich denke mal, schlimm oder schlecht ist es nicht. Was man aber sagen muss, er geht hier automatisch an eine Leiter ran. Finde ich jetzt persönlich gar nicht mal so bad. Weil ich kann in Videospielen keine Leiter mehr runtergehen. Ich sterbe da immer. Oder häufig, sagen wir es mal so. Zack. So, weitere Informationen im PDA. Na, konnte man eine Granate werfen. Geht. Ha, mit G. Oh, scheiße. Ich brenne. Kann der mal bitte draufgehen, Alter? Danke. Also wirklich effektiv habe ich jetzt noch gar keine Lösung dagegen gegen den Typen gefunden. Wie ich mich da so gut zur Wehr setzen kann. Vor allem, was ist das denn für eine fette Anlage? Holy shit. Ohne Mist jetzt mal. Die ist ja wahrscheinlich groß. So, den weg, den weg, den weg. Die können Granaten werfen. Hey, die kommt sogar zu mir. Geil. Oh nee, Granate. Munition leer. Und Granate. Und das und das und oh. Aber vier muss man natürlich lassen, dass die haben endliche Gegner. Wenn die sah, die haben, sagen wir mal, zu da. Die haben hier 20. Oh, Kevlar. 20 Gegner platziert, dann kommen auch nur diese 20.
Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe mal nicht, dass ich noch gegen den... Was? Da haben wir nochmal eine Weste. So. Nicht gegen den Panzerwagen da antreten muss. Weil da wüsste ich ehrlich gesagt nicht wirklich, wie ich den kaputt machen sollte. Weil wir haben nur Granaten und dann... Ja gut. Wenn sie es gut gemacht haben, vielleicht 5, 6 Granaten draufwerfen, dann explodiert er. Vielleicht. Keine Ahnung. Aber ich könnte mir halt wirklich ganz gut vorstellen, dass man da... gegen den Panzerwagen noch antreten muss. Bett. Okay. Ich brenne schon mir. Ich bin so heiß, ich bin steht dauerhaft in Flammen. Ich weiß, der war kacke. Aber hey, der musste sein. Gehst du da mit bei dir erstmal hoch? Danke. Schön, dass du hier auftauchst. Hi. Jetzt bist du dort, wo du hingehörst. Im Grab. Zusammen mit den anderen Mutanten. Glaubt mir, ein Geschoss im Kopf ist eine Gnade verglichen mit dem, was alles sieht mit euch armen Schuss. Ich bräuchte ein bisschen Deckung. Mutanten. Ja gut, dass das Mutanten sind. Ja, naja. Habe ich schon mitgekriegt. Aber die Mutanten haben wir ja schon gesehen. Ey, die Waffe ist halt auch leer. Ich kann doch nicht nur mit leeren Waffen hier umherrennen. Kann aber auf jeden Fall relativ schnell nachladen. Das freut mich auf jeden Fall. Da lang? Nee, ich denke mal hier lang. Bisschen Munition für die Maschinenpistole. Ist gar nicht mal so schlecht. Weil ich möchte die Dinge jetzt ehrlich gesagt noch nicht einsetzen mit Sturmgewehr. Weil die wird auf jeden Fall mehr Damage machen. Ist halt ein Sturmgewehr, größeres Kaliber. Und ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was noch kommt. Daher da ein bisschen... Würde ich da ganz gerne ein bisschen sparsamer sein. Gut. Archivdatei, Project Origin. Bewertungsbericht für Paxton Fettel. Paxton Fettel, das war doch der Typ in Teil 1, oder? Natürlich! Den haben wir doch da gekillt, oder nicht? Bericht der Folgebewertung. Das ist nochmal interessant. Der Proband hat keine bewussten Erinnerungen an das Synchronisitätsereignis. Mein Gott. In den letzten 3 Jahren berichtete er jedoch von insgesamt 7 Vorkommnissen von Albträumen, die Gewalt gegen Personen beinhalten, auf die die allgemeine Beschreibung von Forschungspersonal zutrifft. Wie es während dieses Ereignisses von Vettel oder Replikasoldaten unter dessen Kommando getötet wurde. Auf Nachfrage bezog er diese Bilder auf Sendungen im Fernseher oder Trainingsvideos. Er lebte diese Albträume nicht in der ersten Person. Nicht in der ersten Person mit einer bemerkenswerten Ausnahme. Vor 2 Monaten träumte er davon, einen Mann zu essen, um seine Geheimnisse zu erfahren. Er hat jedoch keine Erinnerung an den eigentlichen Zwischenfall. Okay. Schlussfolgerung. Derzeit besteht kein Anlass zur Befürchtung einer Wiederholung. Vor allem nun, da das Origin-Projekt und Alma... Wait... Ne? Das ist wieder terminiert worden. Eine Folgeuntersuchung in 24 Monaten ist empfehlenswert. Okay. Das war jetzt nochmal interessant. Weil das ist nämlich, wie gesagt, der Typ von Teil 1. Also wenn ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, müsst ihr einfach mal ein bisschen rumsuchen. So, damit haben wir auch wieder unsere Energie voll. Alter, du Sau. Ich schmeiß einfach mal. Als ob die hier wirklich explodiert hinter mir. Ich habe eigentlich gedacht, dass die ein bisschen weiter fliegt. Und nicht nur einen Meter hinter mir. Ja. Aber Teil 1 könnt ihr natürlich auch bei mir auf dem Kanal gucken. Nein. Ach, da ist das Ventil. Okay. Hallo, Ventil. Achso, ich muss noch gedrückt haben. Gehst du da? Dankeschön. Die Frage ist halt, wo muss ich denn hin? So, da hinten. Es sind aber auch Soldaten. Sollte hier nicht alles evakuiert werden? Warum setzt man Soldatenleben auf... Oh. Soldatenleben ist auch... Ich kann nicht mehr reden. What the fuck? Warum stellt man oder setzt man Soldatenleben aufs Spiel, wenn der ganze Komplex so gesprengt wird? Das macht...
für mich keinen Sinn. Also, gut ist, naja, nun gut. Muss wahrscheinlich auch keinen Sinn ergeben, aber hey. Ach so. Das Ding hat hier die Leiter blockiert. Okay, gut, dann macht Sinn, dass wir das Ding ausmachen müssen. 150. Wir wechseln natürlich wieder auf eine Maschinenpistole. Laufen, 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 laufen. Kevlar. Gehen wir hier rum. Natürlich brennen wir hier auch. Wie soll es auch anders sein? Überall sind wir nur am Rennen. Tschüss. Au. Alter, sauber auf den Balken. Und dann gibt noch ein fettes Fass auf den Kopf. Auszeichnung freigeschaltet. Abschließen. Rückzug. Sergeant Fox wurde von der gleichen grausigen Macht getötet, die ihnen im THK-Labor begegnet ist. Sie haben entdeckt, dass das Kaorankenhaus eine geheime unterirdische Anlage beherbergt. Armachan scheint die Zerstörung der Einrichtung zu forcieren. Snakefist warnte sie, dass Almas Gegenwart Replika-Soldaten aktiviert haben könnte. Sagt aber nichts Genaueres dazu. Okay. Suchen Sie einen Weg aus dem äußeren Ring. Aber damit müsste ich eigentlich meine Stunde voll haben. Jo, damit habe ich meine Stunde voll. Sehr schön. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen rennen und gucken, wie es also geworden ist. Wir haben hier auch einen Speicherpunkt. Das ist für mich relativ gut, weil wir halt nur bestimmte Speicherpunkte haben. Ich kann nicht schnell speichern, kann auch nicht selber speichern. Also, naja. Nur gut. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. 4-2 Project Origin endlich mal abgehakt als Let's Play-Projekt. Oder ist... Läuft ja aktuell noch zum Aufnehmen, aber zum Machen, sagen wir mal, ist schon mal ein Häkchen Hitte. Aber dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Alderwoch1990, bis zum nächsten Mal, haut's rein und ciao Leute.